Hi, ich bin Fabian, der Spielleiter, und ich möchte euch heute etwas zu Marvel Champions, das Kartenspiel, erzählen. Und zwar möchte ich euch das Spiel ein bisschen vorstellen. Worum geht's? Was für eine Art von Spiel ist es? Vielleicht habt ihr davon noch nie irgendwie was gehört, vielleicht doch. Dann möchte ich euch auch ein bisschen noch einen Regelüberblick geben und natürlich auch erzählen, wie finde ich das Spiel. Und das alles jetzt und noch ein bisschen mehr dazu auch gibt's jetzt gleich nach dem Intro. Aber bevor wir nun zu dem Spiel kommen, möchte ich euch erstmal so ein bisschen erzählen, wie ich zu diesem Marvel-Franchise gekommen bin. Und zwar habe ich früher schon, sag ich mal so, Spider-Man mit Tobey Maguire habe ich geguckt, aber ansonsten hat mich dieses Universum nie so großartig interessiert. Vielleicht noch den Hulk, damals den alten, der so irgendwie 2008 rauskam. Aber ansonsten nichts wirklich davon gesehen. Avengers mal mitbekommen, nie gesehen. Bis vor kurzem, bis, sag ich mal, Ende 2020. Wo ich irgendwie dazu gekommen bin, ich dachte, ich hatte mal Bock, irgendwie Captain America zu sehen. Disney Plus, sei Dank, sind ja dort die ganzen Filme verfügbar. Und damit nahm quasi nicht das Ende, aber ja, doch, Endgame ist ja quasi das Ende der ganzen Reihe. Aber damit nahm quasi so ein bisschen die Begeisterung seinen Lauf, denn dann habe ich quasi alle Filme durchgesuchtet, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe es in chronologischer Reihenfolge geguckt. Ja, ich weiß, da gibt es, sag ich mal, unterschiedliche Meinungen darüber, ob man das so machen sollte oder ob man die Filme lieber so schauen sollte, wie sie ursprünglich rausgekommen sind oder nur ein Teil davon in einer bestimmten Reihenfolge und dann doch wieder irgendwie Chronologie reinbringen. Gibt es, glaube ich, ganz eigene Philosophien. Ich habe sie jetzt nur ganz einfach nach chronologischer Reihenfolge geguckt und bin damit jetzt durch und bin halt wirklich ziemlich angefixt jetzt von diesem ganzen Universum. Und da kam gerade dieses Kartenspiel eben recht, wo man in die Rolle von solchen Helden, die man dort auf der Leinwand gesehen hat, schlüpfen kann und damit auch noch spielen kann. Kooperativ auch noch das Ganze, also so typisches Avenger-Zusammenhalt-Feeling. Wir kämpfen gegen das Böse, also richtig cool eigentlich. Ja, und die Brettspielbranche, die hat natürlich das auch so ein bisschen mitbekommen, dass das Marvel Cinematic Universe gerade so richtig ab durch die Decke geht. Ich sag mal, die Comics sind natürlich auch seit, ich weiß gar nicht, den 50er, 60er Jahren mindestens in Amerika ein sehr, sehr großer Erfolg. Und die Filme jetzt, die haben dann nochmal so einen richtigen Hype ausgelöst. Und so war es ganz einfach, dass eben 2019 schon die englische Version von Marvel Champions in den USA rauskam. Und das im Sommer, passend natürlich auch zu Avengers Endgame, quasi das Finale von der kompletten Reihe, was auch aktuell der erfolgreichste Film aller Zeiten ist. Also hat ganz schnell Avatar, was glaube ich 2009 rauskam und lange Zeit eben der erfolgreichste Film war, den Rang abgelaufen. Und ja, gab einen kleinen Wermutstropfen, denn Asmodee Deutschland hat zuerst gesagt, ja, nee, bringt man nicht auf Deutsch erstmal. Die genauen Hintergründe sind jetzt nicht so ganz klar. Ich vermute jetzt persönlich, ich sag mal, es handelt sich ja um ein LCG, also Living Card Game. Was das genau bedeutet, kommen wir dann gleich nochmal darauf zu. Und da muss man quasi dranbleiben. Also man kann nicht einfach so dieses Grundspiel übersetzen und dann ist okay. Nein, dann muss man natürlich auch die ganzen Packs hier, ich zeige einfach mal eins in die Kamera, die muss man dann alle mit kontinuierlich auch immer mit auf Deutsch bringen. Und Asmodee hat, glaube ich, auch damals offiziell gesagt, sie glauben, dass der Markt in Deutschland nicht so Marvel behaftet ist, wie das in Amerika der Fall ist. Ja, da haben sie sich, glaube ich, ein bisschen getäuscht, denn viele Fans haben sich dann wirklich die englische Version geholt, irgendwie in Amerika oder über Importeure hier bestellt, zu recht hohen Preisen. 70 € oder so wurde das, glaube ich, damals gehandelt. Und ja, die waren natürlich begeistert, weil, was heißt natürlich, also ist ein gutes Spiel, schon mal so ein kleiner Spoiler-Fazit vorweg. Aber die waren halt wirklich begeistert und das hat Asmodee dann auch mitbekommen und haben gesagt, alles klar, gut, Freunde. Im Sommer haben sie dann die Presse-News rausgehauen oder beziehungsweise eben die News auf ihrer Homepage bekannt gegeben, dass sie es auf Deutsch bringen werden. Und jetzt im Frühjahr 2021 ist es soweit. Wir haben die deutsche Grundbox jetzt endlich auch bei uns, inklusive vier Heldenpacks gibt es auch schon und dazu noch ein bisschen mehr, aber dazu werde ich euch gleich auch noch ein bisschen was erzählen. Eben schon angesprochen, LCG Living Card Game. Hier unten, da ist quasi so ein bisschen hier, ich sag mal, das offizielle Logo davon. Also hier LCG, das ist so eine, ja, eigene Erfindung, würde ich mal sagen, von Fantasy Flight Games. So zumindest vermute ich, denn ich kenne eigentlich nur von Fantasy Flight Games diese LCG-Spiele. Gibt es mittlerweile schon in allen möglichen Franchises da Spiele. Es gibt von Game of Thrones, es gibt von Herr der Ringe, es gibt von Star Wars, es gibt von Arkham Horror.
Und ja, Arkham Horror, das ist auch, glaube ich, mit so das jüngste Spiel aus so einer LCG-Reihe und auch sehr, sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube, 2016 ungefähr kam das raus damals. Und was bedeutet nur LCG? Wir haben ein Grundspiel, wo halt, sag ich mal, ein Grundstock an Karten drin ist und dann gibt es aber immer kontinuierlich erscheinende Erweiterungen, wo zusätzliche Karten drin sind. Und das sind aber im Gegensatz zu dem CCG, also dem Collectible Card Game, nicht irgendwie random Karten, wo man sich Booster Packs kaufen muss und man nie so richtig weiß, was da drin ist. Nein, das sind vordefinierte Sets. Und eins davon habe ich euch eben schon gezeigt. Da gibt es hier zum Beispiel noch Miss Marvel, Captain America und Black Widow. Also das sind die vier Heldenpacks, die es jetzt von Anfang an noch mit dabei gab. Also bei Marvel Champions ist eben erstmal primär so ein Pack ein neuer Held, der ein eigenes Deck mit sich bringt und noch ein paar Zusatzkarten, die dann auch alle anderen mit verwenden können. Es gibt aber auch schon, sag ich mal, so Szenario-Packs und auch noch größere Erweiterungen, die das Spiel dann auch nochmal ein bisschen ja, erweitern, den Umfang, neue Regeln, neue Karten und so weiter mit sich bringen. Bei Arkham Horror damals, da gab es da Zyklen, also da gab es quasi den Dunwich-Zyklus zum Beispiel, das war der erste. Der wurde immer eingeleitet mit so einer etwas größeren Schachtel als jetzt so ein Pack hier, wo schon ein bisschen was mit drin war. Und dann gab es auch genau eben solche Packs. Insgesamt glaube ich immer gab es so 6 Stück pro Zyklus, wo auch immer neue Karten und so weiter alles mit drin sind. Und ja, das erscheint halt einfach so lange, wie das Spiel halt läuft, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel auch Legend of the Five Rings, das ist auch ein LCG, was in der jüngsten Vergangenheit kam. Das kam sogar nach Arkham Horror LCG, fällt mir gerade ein, in ein kompetitives LCG-Spiel, was, glaube ich, nicht ganz so erfolgreich war. Ich hatte es auch mal auf dem Kanal gehabt, aber ist schon ein bisschen komplexer auf jeden Fall und von dem habe ich auch irgendwie länger nichts mehr gehört, dass da Nachschub kommt. Ich glaube, da gibt es auch nicht so eine große Fanbase. Ja, und was bekommt man denn nun genau bei Marvel Champions, dem Kartenspiel? Das ist ja eine größere Box, als es zum Beispiel bei Arkham Horror der Fall war. Man bekommt, wenn man die Schachtel öffnet, erstmal auf jeden Fall eine ganze Menge Luft. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil da alles hier oben, da ist nichts drin, außer die Tokens, die ich halt jetzt einmal dort reingepackt habe. Ein paar davon sind auch schon direkt runtergefallen. Ansonsten sind, sag ich mal, hier unten hauptsächlich eben die Karten drin. Und bei den Karten handelt es sich insgesamt um 5 Helden, die mit dabei sind. Also wir haben Spider-Man mit dabei, wir haben Captain Marvel mit dabei, wir haben Black Panther, She-Hulk, kannte ich bisher eigentlich noch gar nicht, ist halt die weibliche Form des Hulks. Und wir haben Iron Man mit dabei. Also ich sag mal, mit Spider-Man und Iron Man mit eigentlich so mit einer der bekanntesten Helden auf jeden Fall. Wir haben 3 Bösewichte, Reno, dann Claw und Ultron. Ja, und das ist eben halt jetzt alles in dieser Box drin. Natürlich zusätzlich da noch alle möglichen Karten, die eben so ein Deck halt ausmachen. Bei Spider-Man und Captain Marvel ist es so, dass da sogar richtig so ein Einsteiger-Deck wirklich so zusammengepappt ist, damit man direkt losspielen kann. Das besonders bei Captain Marvel unterscheidet sich nochmal dann zu ihrem eigentlichen Deck. Also das haben sie wirklich für den Einstieg dann nochmal irgendwie ein bisschen umgemodelt, um das jetzt nicht zu kompliziert zu machen. Man kann das Spiel auch zu 4th spielen, habe ich eben gesagt. Das ist im Gegensatz zu Arkham Horror LCG schon ein bisschen besser gelöst, weil da braucht man wirklich 2 Grundboxen, um das Spiel überhaupt zu 4th spielen zu können. Hier ist das direkt schon möglich, aber mit kleinen Einschränkungen. Ich habe ja gesagt, es gibt 5 Helden drinnen und es ist aber so, dass man da nicht einfach willkürlich irgendwie wählen kann und da sich jeder einen aussuchen kann, nee, sondern es sind quasi nur 4 Aspekte möglich. Also jeder Spieler muss auch einen anderen Aspekt spielen. Es gibt insgesamt 4 unterschiedliche. Es gibt Aggression, Schutz, Führung und Gerechtigkeit. Und so ist es zum Beispiel, dass eben Spider-Man und She-Hulk gehören eigentlich beide zu dem Aspekt Aggression an. Also die beiden kann man eben nicht zusammen irgendwie in einer Spielerpartie mit der Grundbox spielen lassen. Also da gibt es auf jeden Fall eben eine kleine Einschränkung.
Wenn ich dann aber irgendwann so ein paar Heldenpacks irgendwie noch dazu bekommen habe, dann geht das natürlich dann schon einfacher. Da kann ich dann eben halt Aggressionskarten davon mitnehmen und mir sowieso mein eigenes Deck dann so zusammenstellen, wie ich es möchte. Da bin ich dann natürlich auch immer mehr flexibler unterwegs, je mehr solche Kartenpacks ich dann habe. Ja, und diese Aspekte, die beeinflussen auch wirklich die Spielweise der unterschiedlichen Decks. Also man kann sich natürlich vorstellen, dass ein Schutzaspekt ist mehr so eine defensive Spielweise, also da wird mehr Wert auf Verteidigung gelegt, da sind mehr irgendwie Verteidigungskarten drin, es werden vielleicht mehr Lebenspunkte mit dabei sein, man kann mehr aushalten, vielleicht auch irgendwelche anderen Spieler noch mitschützen, im Gegensatz natürlich zu dem Aggressionsdeck, wo voll auf Angriff gelegt wird und vielleicht auch weniger Heilungssachen drin sind. Und so kann eben jeder Spieler seine persönliche Spielweise da dann eben halt bestimmen, indem er einen entsprechenden Held dazu wählt. Und die Spieler sind ganz einfach dann nacheinander dran, führen ihren kompletten Zug aus. Also es ist nicht so, dass man eine Aktion macht, dann ist der nächste dran. Nee, sondern man selber, ein Held, führt einen kompletten Zug durch und führt alle möglichen Aktionen durch. Das kann zum Beispiel eben sein, eben ganz einfach Karte ausspielen. Man kann mit seiner Heldenkarte eine Basisaktion ausführen. Und das ist eine Besonderheit, finde ich, weil das kenne ich so aus den anderen auch kooperativen LCG-Spielen nicht. Ich kann in meinem Zug als Aktion einen anderen Spieler um Hilfe bitten. Also das heißt, er führt eine Aktion mit seinen Karten aus in meinem Zug. Das ist eine sehr coole Geschichte, denn das erlaubt wirklich sehr, sehr viele taktische Möglichkeiten, finde ich. Komme ich auch später nochmal ein bisschen genauer zu sprechen drauf. Aber um so eine Karte überhaupt spielen zu können, muss ich sie bezahlen. Also das ist meistens irgendwie, dass man ja bei den LCG-Sachen, um Karten spielen zu können, die bezahlen muss. Hier ist es so, dass die Karten eine Doppelfunktion haben. Sie haben eben halt zum einen ihren Karteneffekt, der eben halt wirkt, wenn man die Karte ausgespielt hat. Und zum anderen, ganz unten links abgebildet, bringt jede Karte eine Ressource mit. Es gibt drei unterschiedliche Ressourcenarten. Da gibt es dann noch den Stern, den grünen, das ist quasi die Joker-Ressource. Und oben links ist immer angegeben, was die Kosten von so einer Karte sind. Die reichen von 0 bis 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, 4 war so, glaube ich, das Höchste, was ich bis jetzt gesehen hatte. Und so viele Ressourcen, wie die Zahl eben angibt, muss ich dann abgeben. Sprich, andere Karten muss ich abgeben, um diese auszuspielende Karte zu bezahlen. Ja, und da habe ich natürlich unterschiedlichste Karten, die mir 2 oder sogar 3 Ressourcen bringen. Also so ein typischer Multiple-Use-Effekt eben auf den Karten mag ich persönlich ganz sehr. Gibt es viele Spiele, die eben halt auch diesen Mechanismus mit nutzen. Manche Effekte sogar müssen auch mit Ressourcen aktiviert werden. Und da kommt es dann auch teilweise darauf an, dass die mit einer bestimmten Ressource aktiviert werden müssen. Oder, was auch möglich ist, wenn ich jetzt eine Karte ausspiele und die ganz normal eben mit Ressourcen bezahle, gibt es manchmal so besondere Funktionen, wenn da bei dem Bezahlen eine bestimmte Ressource dabei ist, dann gibt es nochmal irgendwie einen Sonderbonus. Also ist schon recht cool gelöst mit den Ressourcen. Im Prinzip, grundlegend sind sie erstmal egal, da kann ich irgendeine benutzen, aber es gibt immer so Karten, die dann so besondere Funktionen bringen, wenn die mit einer bestimmten Ressource dann aktiviert oder bezahlt werden. Das gefällt mir. Ja, und eine andere Besonderheit, ich habe es eben schon gesagt, die Heldenkarte, das hatte ich so auch noch nicht irgendwie in so einer Art von Spiel gehabt, dass wir eben halt natürlich eine Heldenkarte haben wollen. Wenn wir dann mit Iron Man spielen, dann wollen wir natürlich auch irgendwie so eine Personifizierung haben. Und wir haben da jetzt aber keinen Pappmarker oder irgendwas, den wir irgendwo hinstellen können, sondern wir haben einfach eine Heldenkarte und die hat 2 Seiten. Auf der einen Seite das Alter Ego, natürlich Tony Stark im Fall von Iron Man. Und der hat eine ganz individuelle Funktion im Gegensatz zu der Funktion von Iron Man, was quasi auf der Rückseite ist. Und ich kann auch einmal pro Runde kann ich von der einen Seite auf die andere Seite wechseln und kann quasi meine Heldengestalt annehmen oder meine Alter Ego-Gestalt. Und das Interessante ist wirklich, dass viele Karten und auch Spielmechaniken sich dann unterscheiden, je nachdem, was ich gerade für eine Seite von meiner Heldenkarte habe. Und das ist wirklich eine richtig coole Geschichte. Natürlich die meisten Angriffe bei Iron Man, wie irgendwie so ein Impulsblaster aus der Hand, der funktioniert nur, wenn ich auch vorher auf der Heldenseite überhaupt bin, das ist klar. Dafür, wenn ich auf der Tony Stark Seite bin, da habe ich vielleicht irgendwelche anderen Fähigkeiten, da kann ich zum Beispiel mehr Karten halten, als das Iron Man jetzt machen kann. Also da gibt es wirklich auch von Held zu Held so viele unterschiedliche
sag ich mal, Auswirkungen. Das macht wirklich auch so einen Held sehr individuell. Also die Spielweise von den Helden ist extrem unterschiedlich. Ja, und wir haben die ganze Zeit über Helden gesprochen und angreifen. Ja, wen greifen wir denn überhaupt an? Natürlich einen von den drei Schurken, die mit dem Basisspiel sind. Da kommen natürlich mit den ganzen Erweiterungen zu, kommen dann auch noch im Laufe der ganzen Packs dann immer noch mehr dazu. Aber erstmal haben wir drei Schurken, die es wirklich schon in sich haben, muss ich sagen. Also ich habe es jetzt nur den ersten Schurken überhaupt erledigen können. Der zweite, den habe ich mal probiert. Boah, der macht das ganze Spiel schon gleich nochmal richtig knackiger. Und bei den Schurken ist es so, die haben teilweise unterschiedliche Stufen. Oder was heißt teilweise? Eigentlich haben alle Schurken unterschiedliche Stufen. Und wenn ich quasi die Stufe 1 besiegt habe, also komplett seine Lebenspunkte auf 0 gebracht habe, dann geht direkt die Stufe 2 weiter, wo der Schurke dann auch direkt stärker ist, mehr angreift, mehr aushält, fiesere Attacken oder irgendwie sowas hat. Und was auch noch mit dazu kommt, ist, dass jeder Schurke einen Plan mit sich bringt. Es gibt immer einen Hauptplan, wo ganz einfach im Laufe der Runden, jedes Mal, wenn die Schurkenphase quasi stattfindet, nach unseren Heldenzügen Bedrohung draufkommt. Und wenn da ein gewisses Level erreicht ist, dann haben die Helden verloren. Das ist natürlich spieleranzahlabhängig, wie viele andere Effekte auch sind wirklich dann spieleranzahlabhängig. Und natürlich eben besonders, wenn es um die KI jetzt von den Schurken geht. Und ja, der Schurke, sag mal, der greift auf jeden Fall an, jeden Helden einmal. Da gibt es auch so einen coolen Mechanismus, also es gibt jetzt keinen Würfel, aber trotzdem gibt es einen gewissen Zufall, um zu bestimmen, wie stark der Schurke angreift. Das ist ganz gut gelöst, man dreht einfach eine Karte um, wieder Multiple Use Cards, da unten in der Ecke sind Symbole und wenn da so rote Symbole sind, dann wird der Angriff entsprechend verstärkt. Aber so ein Schurke, der hat halt auch richtig krasse, fiese Karten in seinem Deck, denn der hat wirklich sein eigenes Deck, was viele unterschiedliche Bedrohungen, Nebenpläne, wo auf einmal dann das alles noch ein bisschen schwieriger wird, damit ins Spiel bringen. Und was ich auch richtig cool finde, ist, jeder Held bringt eine eigene, ja, verletzliche Seite mit und die wird auch in das Schurkendeck gespielt. So kann es sein, dass dann irgendwann in der Schurkenphase dann eben diese verletzliche Karte aufgedeckt wird und dann auch wirklich ein sehr thematisch passendes Ereignis eintritt und quasi den Helden dann hemmt, dass er in seine alter Ego-Seite gehen muss, um dann zum Beispiel wie bei Spider-Man der Tante helfen muss, weil die irgendwie gerade krank geworden ist. Also da wirklich auch nochmal so ein schönes, stimmungshaftes Element da noch mit drin. Und als ob das noch nicht genug wäre, also den Helden wird wirklich das Leben noch ein bisschen schwer gemacht. Es gibt natürlich auch noch Schergen, die auch noch dem Schurken zur Seite springen und auch noch mit angreifen. Aber nee, das meine ich gar nicht. Sondern auch noch jeder Held bringt seinen eigenen individuellen Erzfeind mit. Und es gibt in dem ganzen Schurkendeck eine Karte, wenn die in dem falschen Moment gezogen wird, dann wird der Erzfeind des Helden, der sie aufgedeckt hat, aktiviert und der wird dann mit eingemischt und kommt dann auch mit ins Spiel und der hat es natürlich besonders dann auf den Helden abgesehen und der Held ist vielleicht dann auch in bestimmten Weise dann geschwächt gegen diesen Erzfeind. Also auch richtig cool thematisch wieder da an der Stelle mit eingehakt. Ja, jetzt dann nochmal zusammengefasst, was gefällt mir nur jetzt an Marvel Champions, das Kartenspiel? Wir können Superhelden spielen. Yeah, also das ist wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte. Wer will das nicht schon mal irgendwie immer machen da mit Superhelden? Weil, ich sag mal, das bestimmt auch irgendwie bei vielen mit so die Kindheit. Jeder hat irgendwie Superman, Spider-Man und so weiter gesehen und wollte da vielleicht auch irgendwie da mal selber so ein Held sein. Und jetzt kann man das quasi mit so einem Kartenspiel dann auch verkörpern und quasi so ein Held dort spielen und das fetzt allein auch schon. Ansonsten gefällt mir wirklich, habe ich auch schon ein paar Mal gelobt, diese individuelle Spielweise von den Helden, dass sie wirklich sich so krass unterscheidet. Also zum Beispiel Black Panther hat wieder eine ganz andere Spielweise, als das bei Iron Man der Fall ist, der auf seiner Iron Man Seite zum Beispiel nur mit einer Handkarte spielen kann. Er braucht erst Tech-Upgrades, um da mehr Handkarten haben zu können, im Gegensatz zu Captain Marvel, die auch wieder andere Fähigkeiten, also und. Das ist wirklich sehr krass. Es macht viel Laune, dort die Helden zu entdecken, da die Spielweise, die Besonderheiten. Das macht wirklich richtig Spaß. Ansonsten habe ich auch mehrfach jetzt schon gesagt, wie cool thematisch das wirklich umgesetzt ist. Also man hat wirklich schon das Gefühl, in diese Helden dort reinzuschlüpfen. Man kennt sie aus den Filmen, man kennt die Erzfeinde dort und die tauchen dann wieder auf.
mit den Verpflichtungskarten, die ich eben schon angesprochen hatte, die in das Schurkendeck reingemischt werden, wo Spider-Man dann zur Tante ans Krankenbett irgendwie muss. Das ist auch nochmal alles so eine thematische Geschichte, die sich dann wirklich da sehr geschlossen anfühlt und da auch wirklich dann in dieses Spiel dann einen eintauchen lässt. Aber auch spielerisch wird eine Menge geboten. Also was heißt spielerisch? Im Sinne von, dass man sehr viel Strategie und Taktik mit an den Tag legen muss, um wirklich da auch den Bösewicht zu besiegen. Glück gehört natürlich mit dazu, ist ein, sag ich mal, ein Kartendeckbauspiel. Also das heißt, wir ziehen dort Karten, da kann was Gutes, da kann was Schlechtes dabei sein. Wir können auch, sag ich mal, Pech haben beim Ziehen der Angriffsmodifikatoren des Schurkens oder Schergen. Nee, die Schergen, die haben keinen Angriffsmodifikator, aber bei den Schurkenangriffen. Aber ansonsten haben wir dort sehr viel Abstimmungsbedarf, wenn wir das irgendwie mit anderen spielen und nicht nur solo, müssen wir besprechen, wie gehen wir vor, weil es ist auch wichtig, denn das Spiel ist schon recht knackig. Also da komme ich ja gleich nochmal dazu, das ist vielleicht nämlich auch eine kleine Geschichte, die ja, mir nicht so ganz gut gefällt. Aber es ist wirklich nötig, dass man dort ein bisschen Gehirnschmalz und taktisches Vorgehen an den Tag legt. Und ja, das motiviert auf jeden Fall. Auch wenn man halt einmal verloren hat. Gut, man weiß so ein bisschen, was falsch lief. Man versucht es dann direkt nochmal besser zu machen. Und was man wirklich auch sagen muss, ich finde, es hat relativ einfache Regeln. Also es ist recht zugänglich gewesen. Ich hatte jetzt nicht so viele Probleme gehabt. Ein paar Nachfragen, Detailfragen habe ich dann doch mal noch auf Twitter klären müssen. Aber gut. Das war nur so eine Bestätigung von dem, wie ich es mir eigentlich schon gedacht habe. Im Grunde geht das wirklich schon. Da gibt es andere Spiele, wie zum Beispiel Legend of the Five Rings, wo der Zugang wirklich wesentlich schwieriger ist. Oder Game of Thrones Kartenspiel ist von der Komplexität her auch nochmal in einer anderen Liga unterwegs. Und deswegen finde ich es auch schön, dass hier eben der Einstieg von den Regeln her auch ja, ein bisschen einfacher ist. Es ist jetzt nicht komplett hier Kinder-Familienspielniveau, also man muss wirklich schon auch ein bisschen Mitspielerfahrung haben, um da reinzusteigen. Aber wenn man das hat, dann kommt man da wirklich gut rein. Ja, jetzt habe ich ja groß und breit darüber gesprochen, was mir gefallen hat. Trotzdem habe ich noch ein paar kleine Punkte, die mir nicht so gefallen haben. Eben habe ich es noch gesagt, der relativ leichte Einstieg, der ist wirklich schön und gut, aber es gibt trotz Glossar immer noch so ein paar Unklarheiten, wo ich mir gewünscht hätte, dass die Regel vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen klarer formuliert ist, weil da vielleicht irgendwie von impliziten Sachen ausgegangen ist. Also da hätte man explizit nochmal beschreiben können, hier so und so, das darf man nicht in dem Fall und so. Ja, das ist aber wirklich nur eine Kleinigkeit an der Stelle. Was ich eher, sag ich mal, ein bisschen bedauerlicher finde, ist, sag mal, wenn man sich das hier in dem Inlay anschaut, also nicht, dass da so viel Luft drin ist, weil ist natürlich klar, mit den ganzen Packs hier, die müssen dann auch irgendwie dort untergebracht werden. Hier sind ja auch solche Rillen drin und das ist natürlich dafür da, um diese einzelnen Packs dann voneinander zu trennen, aber es gibt keine Kartentrenner. Also im Basisspiel sind keine drinne, hier sind keine drinne und meines Wissens gibt es eigentlich auch gar keine Kartentrenner. Das ist wirklich richtig schade, also verstehe ich ehrlich gesagt noch nicht, weil ich sag mal, wenn ich mir Spiele wie Aeon's End angucke, da sind die Kartentrenner direkt schon mit dabei, da sind sogar die Kartentrenner im Basisspiel für Erweiterungen mit dabei, die man optional erst mit dazu holen muss und hier gibt es das einfach nicht. Ja, kurze Unterbrechung hier aus der Schnittzentrale und zwar, da hat sich jetzt ein bisschen was Neues ergeben. Ich habe nämlich durch Zufall Kartentrenner von GameGenic irgendwie gefunden und GameGenic ist ja so eine ja, Tochterfirma oder hat zumindest was mit der Asmodee Group zu tun und die habe ich dort entdeckt. Die sind normalerweise für diese ganzen Deckbaugeschichten da. Und da habe ich einfach mal den Tobi angeschrieben, also den ersten Brettspiel-Hero. Der arbeitet ja mittlerweile bei GameGenic und habe den gefragt, ob das dort reinpasst. Und der hat dann gleich geantwortet und mir auch ein Bild dazu geschickt. Ja, die passen dort rein, die kann man da so quer reinpacken. Hat er genauso gemacht und ich habe sie schon bestellt, habe sie aber leider noch nicht da. Deswegen kann ich dazu leider noch nichts sagen, aber zumindest es gibt so eine Art Kartentrenner von GameGenic eben, die dann wohl dort reinpassen und womit man da zumindest da ein bisschen was machen kann und die Packs auseinanderhalten kann. Zum Glück gibt es aber BGG und dort eben halt auch viele Fans, die sich die Arbeit dort gemacht haben und dort solche Kartentrenner gebastelt haben. Gibt es wirklich eine, die wirklich richtig gut sind, auch in unterschiedlichen Sprachen. Deutsch war zum Stand, wo ich jetzt geguckt habe, leider noch nicht mit dabei. Ist vielleicht nicht ganz so schlimm, da hat man einen englischen Text da oder so stehen, aber man hat zumindest Kartentrenner, die man sich da selber basteln und dort reinpacken kann. Ja, und der letzte kleine negative Punkt,
hatte ich auch schon so ein bisschen durchblicken lassen, ist wirklich der teilweise harte Schwierigkeitsgrad. Zum einen sehe ich als Herausforderung ein bisschen an meiner Spielweise da zu arbeiten, vielleicht auch wirklich diesen Schritt dann zu gehen mit dem Deckbau, weil ich sag mal, irgendwann ist man mit den vorgefertigten Decks dann doch auch ein bisschen limitiert und hat vielleicht dann Wünsche, andere Karten dort mit reinzuholen und da seine eigene Spielweise dann zu definieren. Vielleicht wird das dann auch ein bisschen besser mit dem Schwierigkeitsgrad, aber jetzt so habe ich erstmal gemerkt, so, hui, also bei dem zweiten Helden, bei dem zweiten Schurken, bei dem Claw, der dann direkt auch mit zwei solche Pläne mit sich bringt und dann gibt es ja auch, sag ich mal, noch so modulare Pläne, die man dort noch mit reinnimmt und da habe ich sogar auch schon den einfachen, eigentlich von dem einfachen Schurken dort mit reingepackt und selbst da habe ich es nicht geschafft. Also habe ich noch nicht mal den normal angemessenen Schwierigkeitsgrad dort gewählt. Also das wird dann schon echt knackig. Ich weiß nicht, ob es solo ein bisschen einfacher vielleicht ist, hatte ich zumindest so den Eindruck. Also die Partien, die ich solo gespielt hatte, waren zumindest noch ein bisschen einfacher als zu zweit, weil da dann doch schon, alles hochskaliert ist. Also die Bedrohung steigt entsprechend, dann werden mehr Karten gezogen, wo potenziell natürlich halt viele Blöde dabei sind. Klar kann der andere Held natürlich dann auch mit mehr angreifen, mit mehr Schaden machen, aber ja, kann ich jetzt aber nicht genau irgendwie unterstreichen und jetzt sagen, so ist es jetzt. Das war jetzt einfach nur meine Erfahrung eben von den paar Partien, die ich da hatte. Ja, aber gut, das war es jetzt, was ich euch eigentlich einfach mal zu Marvel Champions, das Kartenspiel, erzählen wollte. Ich mag es wirklich sehr. Ich habe schon mitbekommen, es gibt ein paar, die es jetzt nicht unbedingt so mögen, die den Hype nicht verstehen. Aber so einen kleinen Hype hat es wirklich und meiner Meinung nach auch zu Recht, weil ich finde es wirklich ein sehr, sehr gelungenes Kartenspiel, besonders für Marvel-Fans, die eben halt auch gerne dann mal kooperativ spielen wollen und da so ein bisschen in diese Deckbaurichtung vielleicht mal gehen wollen, weil das bietet es wirklich auf einem sehr guten Einstiegsniveau. Ja, das war es jetzt auf jeden Fall hier von mir, von Marvel Champions, meinem Video zu dem Kartenspiel. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist. Und ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.